Mit ihm beginnt und endet alles. Das Swivel Knife. To swivel heißt übersetzt so viel wie schwenken oder drehen. Es bezieht sich hier auf das Drehgelenk, das jedes Swivel Knife besitzt. Es ist also ein Drehmesser. Bevor es jemand fertiggebracht hat, ein Drehgelenk in das Messer einzubauen, gab es sowas hier. Ein Incision Knife. Hier seht ihr ein paar Ausschnitte aus einem Video zum Thema Incision Knife von meinem Freund Serge Woken, auch bekannt als Bigfoot. Ich verlinke dieses Video und empfehle jedem, dort einmal reinzuschauen. Serge erklärt wunderbar die Vorzüge dieses Messers. Und an diesen Vorzügen hat sich auch in Zeiten von hochmodernen, technisch ausgereiften Swivel Knives nichts geändert. Beim Incision Knife wird die Klinge auf simple Art und Weise einfach wie ein normaler Stift gehalten und geführt. Und gerade diese Handhabung macht es so interessant. Während der Umgang mit dem Drehmesser oft Krämpfe im Handballen verursacht, fühlt sich die Haltung beim Incision Knife natürlicher an. Kein Wunder, schließlich sind wir von Kindesbeinen an gewohnt, einen Stift zu halten und zu führen. Aber die Zeit blieb nicht stehen und der nächste Schritt war dann das moderne Swivel Knife. So ein Drehmesser gibt es von vielen verschiedenen Herstellern. Doch worauf kommt es beim Drehmesser an? Zuerst einmal ist der Aufbau bis auf kleine Details immer gleich. Es gibt die Auflage für den Zeigefinger, im Englischen the yoke, was übersetzt so viel bedeutet wie das Joch. Dort wird mit dem Finger die Kraft auf das Swivel Knife ausgeübt. Alle anderen Finger dienen nur zum Steuern und Stabilisieren. Dann gibt es den Hals. Der Hals ist eine, sagen wir, lange Stange, mit dem die Gesamtlänge des Swivel Knives eingestellt werden kann. Das nächste Bauteil wäre dann der Zylinder, im Englischen the barrel, das Fass. Diese Zylinder werden ebenfalls unterschiedlich hergestellt. Manchmal sind sie gummiert, manchmal besteht der Zylinder aus Holz. In manchen Fällen allerdings sind sie auch ergonomisch geformt. Am allermeisten ist er jedoch aus Metall mit einer griffigen Oberfläche. Diese Rändelung gibt den Fingern den nötigen Halt, den sie brauchen, um das Messer sicher zu führen. In den Griffzylinder wird dann schließlich die Klinge eingesetzt und befestigt. Ein wichtiges, aber unsichtbares Teil des Swivel Knives liegt in diesem Bereich, das Lager oder der Drehpunkt. Bei günstigen Swivel Knives wird der Hals einfach in den Griffzylinder eingesteckt. Das funktioniert, warum auch nicht? Bessere Varianten haben an dieser Stelle jedoch ein oder mehrere Kugellager verbaut. Und das ist, was Reibungsreduktion angeht, perfekt. Sollte der Kauf für ein neues Swivel Knife anstehen, gebt die paar Euro für ein kugelgelagertes aus. Es ist der aktuelle Stand der Technik und der finanzielle Mehraufwand hält sich nun wirklich in Grenzen. Fehlt eigentlich nur noch der für mich wichtigste Teil, die Klinge. Wenn man sich eine solche Klinge mal genau anschaut, dann wird einem sofort der für ein Messer ungewöhnlich flache Winkel auffallen. Doch genau das muss so sein. Das Ziel der Klinge ist es, die Oberfläche an- und nicht durchzuschneiden. Mit einem steilen Winkel, wie wir es von anderen Messern her kennen, würde dem Nutzer eine Menge Kontrolle fehlen. Aber trotzdem muss die Klinge des Swivel Knives immer scharf sein. Ohne Schärfe kein Schnitt. Ohne vernünftigen Schnitt gibt's Frust und Frust kann man vermeiden. Deshalb der wichtigste Tipp, bevor ich euch zeige, welche Klingenarten es gibt, lernt bitte eure Klingen zu schärfen. Das ist kein Hexenwerk und für eure Arbeiten unumgänglich. Folgt dem Link hier oben und ich erkläre euch, wie ich es mache. Zurück zu den Klingen. Es gibt grundsätzlich zwei unterschiedliche Formen von Klingen. Die mit einem geraden Schliff und die mit einem Hohlschliff. Fragt man vier Leute danach, welche die beste ist, bekommt man fünf Antworten. Hat die hohlgeschliffene Klinge wirklich Vorteile? Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Hier seht ihr Detailfotos, auf denen deutlich zu sehen ist, dass bei beiden Klingen nur der äußere, breite Bereich der Klinge ins Leder eintaucht und schneidet. Und wie schneidet man gewöhnlich? Richtig, angewinkelt mit der Spitze der Klinge. Also hat bei normalem Gebrauch eine hohlgeschliffene Klinge keinerlei mechanische Vorteile gegenüber einer geraden Klinge. Sinn würde die Klinge erst machen, wenn man wirklich dickes Leder tief einschneiden möchte. Dann würde die Klinge wie ein Pflug wirken. Sie schneidet dann zuerst mit dem schmalen, hohlen Teil und teilt das Leder dann V-förmig. Aber nochmal. Üblicherweise schneidet man mit der Spitze der Klinge. Übermäßig tiefe Schnitte bringen nicht wirklich Vorteile. Die Tiefe in eurem Bild erzielt ihr später beim Beveln. Welche Klingenform man nun kaufen sollte, das ist für mich reine Geschmackssache. Klingen für das Swivel Knife gibt es in vielen verschiedenen Varianten. So gibt es die Standardklingen, die einen geraden Schliff haben.
Diese Klingen gibt es dann in unterschiedlichen Breiten und Stärken, wobei die schmalen und dünnen Klingen für die feineren Arbeiten gedacht sind. Für sehr feine Arbeiten oder zum Beispiel enge, schmale Kurven werden auch gerne schräg geschliffene Klingen genommen. Auch diese bekommt ihr in unterschiedlichen Breiten und Stärken. Manche Hersteller führen in ihrem Sortiment Spezialklingen. Da wäre zum Beispiel eine solche H-Klinge. Diese Klinge hat viele eng aneinander liegende Schneiden. Sie wird bei Arbeiten an Tierporträts genutzt, um die Haare darzustellen. Außerdem gibt es solche Double-Lined-Klingen für gleichmäßige parallele Schnitte, gerne genommen für Umrandungen und dekorative Kanten. Wie ihr seht, gibt es unzählige Varianten von Klingen. Die meisten auf dem Markt sind aus Stahl, besser gesagt aus spezial gehärtetem Werkzeugstahl. Gehärtete Klingen dienen wie bei allen Messern dazu, die Schärfe möglichst lang zu halten und um den mechanischen Beanspruchungen standhalten zu können. Die Klingen der Firma Leather Wranglers sind nach eigenen Angaben aus einer Stahllegierung gefertigt, die obendrein weniger mit den Gerbstoffen im Leder reagiert. Somit bleibt die Klinge länger scharf, denn laut Paul, dem Inhaber der Firma Leather Wranglers, ist das größte Problem bei Metallklingen, dass sie beim Kontakt mit den Gerbstoffen im Leder oxidieren. Und diese Oxidationsschicht macht die Schneide stumpf. Und nur glatte Klingen können vernünftig schneiden. Hier seht ihr zwei Aufnahmen eines Elektronenmikroskops. Links die Oberfläche einer Klinge, die durch die soeben erwähnte Oxidation eine deutlich unebene Oberfläche aufweist. Diese Klinge besteht aus einer Legierung, die sehr schnell oxidiert. So entstehen immer neue kristalline Strukturen auf der Schneide, die verhindern, dass die Klinge ohne großen Widerstand durch das Leder gleiten kann. Und rechts eine Klinge der Firma Leather Wranglers. Sie ist aus einer Legierung gefertigt, die deutlich weniger oxidiert. Und weniger Oxidation bedeutet länger anhaltende Schärfe und weniger nachpolieren. Unzählige Testreihen waren nötig, um diese Klinge zu entwickeln. Und dann gibt es noch die individuellen Klingen, diese handgeschmiedeten Schönheiten. Es sind Klingen, die vollständig in Handarbeit gefertigt werden. Durch die Kombination aus Carbonstählen nach Damaszener Art und dem Handschmieden wird ein sehr feines Materialgefüge erzeugt. Es folgt dann eine sorgfältige Härtung und Ätzung, um die schöne Damaszener-Optik hervorzuheben. Solche Klingen sind nicht nur praktisch und qualitativ hochwertig, sondern auch eine Augenweide. Hier seht ihr eine solche Klinge im Einsatz. Als Alternative zu Metall gibt es auch Klingen aus Keramik. Ähnlich wie die beliebten Küchenmesser müssen diese Klingen laut Hersteller nicht nachgeschliffen, jedoch auch regelmäßig poliert werden, damit sie sauber durch das Leder gleiten können. Und das ist nicht so einfach über Stahlklingen. Außerdem sind sie empfindlich. Eine Stahlklinge kann jederzeit wieder in Form geschliffen werden, wenn sie mal auf den Boden gefallen ist. Wenn jedoch eine Keramikklinge auf den Boden fällt, habt ihr zwei oder drei. Keramikklingen haben ihre Vorteile, doch eine gut geschärfte Stahlklinge hält da meiner Meinung nach locker mit. Leider gibt es auch Unterschiede in der Form des Messerschaftes, also dem Teil, der in das Swivel Knife eingesetzt wird. Es gibt da keine verbindliche Norm. Ihr könnt also nicht erwarten, dass grundsätzlich eine Klinge von Hersteller A in das Drehmesser von Hersteller B passt. So unterscheiden sich die runden Aufnahmen von zum Beispiel Tandy-Klingen von denen der Barry King-Klingen. Und die Firma Leather Wranglers geht in eine ganz andere Richtung. Dort sind die Klingen flach. Aber sowohl zum Beispiel Barry King und auch Leather Wranglers bieten ihre Klingen auch in der, sagen wir mal, Standardvariante, dem 5,5 mm Durchmesser an. Ihr müsst nur halt beim Kauf drauf achten. So ein Swivel Knife verbringt sehr viel Zeit in eurer Hand. Und da sollte es schon so sein, dass es perfekt zu euch passt. Drehmesser lassen sich üblicherweise an die Handgröße anpassen. Die Gesamtlänge lässt sich dadurch regulieren, dass man den Hals entweder herauszieht oder in den Zylinder tief hineinschiebt, um ihn dann mit einer Feststellschraube zu fixieren. Nicht einstellen lässt sich die Fingerauflage, obwohl es eine Menge Varianten auf dem Markt gibt. Sucht einfach nach einer, die euch am besten zusagt. Ebenfalls wichtig ist der Durchmesser des Zylinders. Einige Hersteller bieten ihre Swivel Knives in mehreren Größen an. Oft werden kleine, mittlere und große Durchmesser angeboten. Als grundsätzliche Kaufempfehlung gilt, je länger die Finger oder je größer die Hand, umso dicker darf der Zylinder sein. Was werdet ihr da draußen jetzt für Swivel Knives finden? Ich habe schon erwähnt, dass es auf dem Markt eine Unmenge an verschiedenen Drehmessern gibt. Da wären zum einen die in vielen Starter-Sets enthaltenen No-Name-Varianten ohne Kugellager. Solche Knives bekommt ihr schon für unter 20 Euro.
Eine Stufe drüber folgen dann Messer wie zum Beispiel das Kyoshin Pro, Craft Japan oder andere vergleichbare Low-Budget-Produkte. Sie kosten nur ca. 10 Euro mehr, haben aber schon alles, was ein Messer haben sollte. Ein wirklich weit verbreitetes Drehmesser stellt Barry King her. Für einen wirklich fairen Preis bekommt man hier ein Tool eines der bekanntesten Lederwerkzeugherstellers. In diesem Messer stecken eine Menge Erfahrung und das merkt man ihm auch an. Ein weiterer Hersteller von absolut hervorragenden Swivel Knives ist die Firma Leather Wranglers. Diese auf Messer spezialisierte Manufaktur stellt Swivels in verschiedenen Preisklassen her, die sich auch im Design wirklich stark von der Masse abheben. Das sind hervorragende Messer, die keine Wünsche übrig lassen. Wer jedoch auf der Suche nach etwas Besonderem ist, der wird hier auch fündig. Leather Wranglers stellen neben ihren Serienmodellen auch Einzelstücke auf Kundenwunsch her. Hier seht ihr, wie Paul Zelizak an einer seiner Maschinen gerade den Zylinder eines seiner Serienmodelle fertigt. Präzisionsarbeit, die sich in jedem Detail widerspiegelt. A perfect little SKB barrel. Werkzeugfetischisten unter euch müssen nun stark sein und ihren Speichelfluss im Zaum halten. Solche Meisterwerke werden in Handarbeit als Einzelstücke aus feinstem Damaszenerstahl gefertigt. Edle Griffhölzer runden das Gesamtbild ab und natürlich mit Kugellager. Technisch ganz weit vorne und optisch nicht zu schlagen. Ein Traum. Kunsthandwerk vom Feinsten. Natürlich Einzelanfertigung auf Anfrage. Wer neben einem perfekten Schnitt auch einen exklusiven Look möchte, der sollte seine Fühler in diese Richtung ausstrecken. Die Michael Dübert Manufaktur stellt diese wunderschönen Meisterwerke aus den edelsten Materialien her. Handwerkskunst in Perfektion. Wie ihr seht, gibt es für jeden Geldbeutel das richtige Swivel Knife. Welches ihr kauft, hängt von euren Vorlieben und eurem Geschmack, aber nicht zuletzt natürlich vom Budget ab. Ansonsten ist es bei Swivel Knives wie mit allen anderen Werkzeugen. Was beim Arbeiten damit herauskommt, liegt nur zu einem kleinen Teil am Tool. Der wichtigste Faktor ist der Bediener. Also wie immer bleibt zum Schluss eine Erkenntnis, nur Üben führt zum Ziel. Falls ihr hier im Video ein Swivel Knife gesehen habt, das euch interessiert, dann findet ihr in den Infos die passenden Links. Weitere Tutorials zum Thema Punzierwerkzeug findet ihr in dieser Playlist oder auf meinem Blog. Wer hier klickt, der abonniert den Kanal. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dann entgeht euch kein neues Video. Für heute erstmal danke fürs Zuschauen. Bis demnächst.